Wohl kaum eine touristische Aktivität, wo nicht auch die Kulinarik eine Rolle spielt. So zum Beispiel bei einer Hüttenwanderung. Zudem gibt es eine Reihe von Überraschungen. Und Ideen muss man haben. Und deren gibt es genug. Die Vielfalt der Angebote motiviert. Gerade die Region im oberen Mürztal wird immer mehr zum Zielpunkt der Besucher. Ja, wir haben jetzt uns überlegt, was können wir machen, dass wir sozusagen das Wandern, das Genusswandern auf Schneealm, auf Rax, auf Feitsch und sozusagen im gesamten Mürzer Oberland mit der Kulinarik verbinden. Die Gäste wünschen sich das, wir merken das, die Anfragen sind auch diesbezüglich. Ja, und wenn man sich jetzt eine Route überlegt, gemeinsam mit der Gastronomie, mit den Hütten, mit den Almhütten, eine Zwei-Tages-Route im Naturpark Mürzer Oberland, wo man sozusagen das Wandern mit der Kulinarik verbinden kann. Und gibt es auch kulinarisch Interessantes, Neues oder etwas, was man heute sonst noch aus Großmutters Küche kannte? Ja, was Neues gibt es schon. Es ist ja bei uns im Tal so, dass das ehemalige Gasthof Holzer, dass die Familie Schäfer das übernommen hat. Und das heißt jetzt auch Gasthof Schäfer, also der alte Name unter Anführungszeichen wurde aufgelassen. Das ist sozusagen, was im Tal abspielt. Und am Berg selbst, ja, es machen alle Hütten mit, vom Gasthof Morser übers Wachsriegelhaus, Schneeheimhaus, Karl-Ludwig-Haus, die Sennerei, der Lurgbauer, Michelbauer-Hütte, also alle Hütten auf Schneeheim und Rax machen mit und kochen regionale Spezialitäten, steirische Spezialitäten, es gibt steirischen Wein, es gibt Mehlspeisen, also wirklich sozusagen aus Großmutters Küche, aber auf höchstem Niveau. Was muss ich tun, damit ich daran teilnehmen kann? Die Wanderschuhe schnüren und vom Altenberger Hof, also in Altenberg an der Rax, wegmarschieren über den Morser zum Wachsriegelhaus, dann rauf aufs Ludwighaus auf die Rax. Das ist jetzt so eine normale Wanderung. Dann geht es weiter eben über die Rax drüber zur Schneealm. Da sollte man ein bisschen trittsicher sein, weil da geht es über den Laskam, über das Zahmeck am Seck. Das ist sogar ein bisschen versichert, aber wie gesagt, für schwindelfreie Wanderer kein Problem. Und dann geht es quer über die Schneealm, über den Lurgbauer, über die Michelbauerhütte bis zum Schneealmhaus. Und dann geht es wieder bergab Richtung Altenberg an der Rax, also in 2 Tagen tadellos für geübte Wanderer zu schaffen. Es ist ja so, dass man sagen kann, Prominenz hat auch hier Einzug gehalten. Der Bundespräsident in dieser Gegend hat den Klimawandelweg sozusagen in Betrieb genommen. Ja, das ist richtig. Es ist schon wieder einige Wochen her, dass der Bundespräsident bei uns war, aber wir haben schon wieder die nächste Aktion. Wir haben eine Sonderausstellung im Naturmuseum geplant, im Stift Neuberg. Die wird am 25.06. eröffnet und da geht es um den Klimawandel, die Klimakrise mit Schwerpunkt Naturpark Mürzer Oberland, weil wir im alpinen Raum merken ja den Klimawandel ganz extrem. Ja, dann kann man nur abschließend sagen, es gibt eben nichts Gutes oder ohne, man tut es. Das ist richtig und wir versuchen eben was Gutes zu tun, vor allem Gutes für die Region und hoffen, dass das nicht nur kulinarisch, sondern auch körperlich funktioniert. Und die 3 wichtigen Punkte zum Erfolg sind ein Fixpunkt, den Besucher als willkommenen Gast zu sehen, die Qualität, allen Belangen und als Hilfsmittel die traumhaft schöne Umgebung.